Was macht ihr hier? Ich sitze hier und warte auf Abenteurer, die Hilfe brauchen. Wir sitzen hier zwar in einer Taverne am Arsch der Welt, aber in Absalon habe ich viele Freunde, die sich gerne ein paar Münzen verdienen würden. Sie haben mutige Herzen, aber ständig leere Taschen. Ein wenig Gold wäre für sie eine willkommene Abwechslung. Wenn ich Ihnen eine Nachricht schicke, kommen Sie durch ein Portal von Absalom hierher. Falls ihr interessiert seid, lasst es mich wissen, dann können wir sofort alles regeln. Ich brauche treue und erfahrene Kämpfer. Ich hätte solche Freunde. Sagt mir nur, was genau ihr braucht, dann hole ich sie her. Das Ganze kostet euch 2000 Goldstücke? Ich muss darüber nachdenken. Ich glaube, ich habe gerade mal 900 oder was war das? Ich würde gerne die Dienste der Gesellschaft der Kundschafter in Anspruch nehmen. Natürlich, wie versprochen, nehmen die Lehrmeister der Gesellschaft der Kundschafter die ersten drei Umschulungen, um die ihr sie bittet, kostenlos vor. Sollen wir sie rufen? Umschulung? Charakter für Umschulung auswählen. Nee, 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 nee. Um Gottes Willen, das werden wir jetzt mal schön sein lassen. Ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Gruppe, wie sie gerade ist. Warum nennt man euch Achtauge? Vor langer Zeit konnte ich einen Gegner ausmachen und an die Wand nageln, bevor er wusste, wie ihm geschieht. Die Leute sagten, ich hätte acht Augen und würde alles sehen. Aber wie es aussieht, habe ich meinen Spitznamen wohl überlebt. Anoriel streckt ihren Arm aus. Ihre Handfläche zittert. Ich habe in letzter Zeit so viel getrunken, dass ich meine Fähigkeiten lieber nicht allzu oft auf die Probe stelle. Wo wart ihr, als der Außenposten Handelsposten, Entschuldigung. Ich war auf der Jagd, hatte mich im Nebel verlaufen, was mir bis dahin noch nie passiert war. Ich schätze, ich sollte weniger trinken, aber denkt nicht, ich hätte Angst vor einem guten Kampf. Wenn ich gewusst hätte, was ich verpasse, aber wie ich sehe, habt ihr alles im Griff. Wollt ihr euch mir anschließen? Nein. Ich habe schon genug zu tun. Das solltet ihr besser selbst regeln. Schafterin hier im Niemandsland? Warum? Ihr wollt wissen, wie jemand das Leben eines Kundschafters gegen dieses Rattenloch eintauschen kann? Das Licht in Anoriels Augen verlöscht, als hätte jemand eine Kerze ausgeblasen. Verliert ihr erstmal alle Freunde wegen eines Mistkerls, dann werdet ihr es verstehen. Ich bin die einzige Überlebende des letzten Feldzugs der Sorglosen Sechs. Und was von mir übrig ist, kann man nicht mehr als Sucherin bezeichnen. Anoriel schweigt eine Weile, als würde sie sich fragen, ob sie diese alte Wunde aufreißen möchte. Hier ist die Geschichte. Unser Anführer Vermeld, er war der Beste von uns, weise, mutig, mit allen befreundet. Und einer dieser Freunde, Adivion Adriant, schickte ihm einen beunruhigenden Brief. Er war auf einige alte Bücher über die Kunst der Nekromantie gestoßen. Derartige Geheimnisse sollten am besten für immer verborgen bleiben, glaubt mir. Ich habe gesehen, was diese Art von Magie anrichten kann. Die Elfin beißt auf die Lippe. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die besagten Folianten waren angeblich in den Katakomben des Galgenkopfs versteckt. Wir beschlossen, die Bücher zu bergen und in die Obhut der Gesellschaft zu geben. Also trafen wir uns in einer Taverne, besprachen die Expedition und brachen dann nach Ustalav auf. Es war eine ganz normale Mission. Ein schneller und entspannter Bergungseinsatz. Anorie lächelt verbittert. Aber dann erwies sich alles als wesentlich komplizierter. Wir kamen nur mit Mühe durch den Hexentorwald. All die lebenden Bäume dort, untote Druiden und ihre Knochenbögen. Es war ein Wunder, dass wir den Wald überlebten. Wir beschlossen, in Renkirch zu rasten. Es war auf Vermels Karte als vergleichsweise sicherer Hafen vermerkt, an dem wir unsere Wunden lecken konnten. Ich wünschte, es wäre wirklich so gewesen. Vermeld starb als erster. Er wurde von einem der Monster angegriffen, die sich im Stall versteckt hatten. Es schleuderte ihn herum wie eine Feder und warf ihn schließlich in einen alten Brunnen. Es dauerte lange, bis sein Schrei verhallte. Ich habe keinen Aufprall gehört. Und dann, Anorel verdeckt ihre Augen und wendet sich ab. Schluss damit. Ich hätte nicht damit anfangen sollen. Wer bin ich schon, dass ich mit meinem Geschwätz anderer Leute Gefühle aufwühle? Wir sollten das Ganze einfach vergessen. Vielleicht erzähle ich euch ein andern Mal mehr, aber nicht heute. Ich würde gerne mehr über die Gesellschaft der Kundschafter erfahren. Habe ich ja schon. Ja. Woran genau wärt ihr interessiert? Was ist der Zweck der Gesellschaft? Sie ist eine Schule für Abenteurer.
Wir suchen Leute, die darauf brennen, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Dann bilden wir sie aus und vermitteln ihnen einige Ideen, wo sie in Gularion ihr Glück finden können. Sie suchen nach verlorenem Wissen, nach Geheimnissen, verschollenen Artefakten. Sie sind Forscher und Kundschafter. Wir sind eine Art Selbsthilfegruppe für abenteuerlustige Seelen. Wir tauschen Erfahrungen und unser Wissen aus und führen über alles sorgfältig Buch. Für den Fall, dass es sich für zukünftige Expeditionen als nützlich erweist. Außerdem veröffentlichen wir Bücher für Gefahrensucher und gelangweilte Stadtkinder aus wohlhabenden Familien. Welche Art von Mitgliedern hat die Gesellschaft? Alle Arten von Abenteurern. Wir haben Mitglieder aller Völker, Religionen und Überzeugungen. Die große Loge ist ein Absalom, aber es gibt in ganz Gularion viele kleinere Logen und unsere Kundschafter-Hauptleute führen Kundschafter aus allen Winkeln der Welt zu ihren Zielen. Unserer Gesellschaft hat viele anerkannte Helden in ihren Reihen und jede Menge Halunken, die im Dienst der Gesellschaft Ruhm erlangt haben. Wer unterstützt die Gesellschaft? Ihr meint, wem sie dient? Niemand Besonderem. Kundschafter versuchen sich nicht in Streitigkeiten einzumischen. Sie dienen allein dem Geist des Abenteurers. Und ab und an retten sie die Welt. Das heißt allerdings nicht, dass es unter den Suchern keine schwarzen Schafe gibt. Okay. Ich muss gehen. Halleluja. Boah, in diesem Spiel wird echt viel gelesen. Da kriegst du einen richtig trockenen Hals. Linsi! Ein Halblingsmädchen mit zerzaustem Haar und staubiger Reisekleidung kaut auf ihrer Schreibfeder herum. Einen Augenblick, wie formuliere ich das? Ah, ich hab's. Sie kritzelt hastig etwas in ein Notizbuch, was das mit Versen gefüllt ist, hebt dann den Blick und grinst dich breit an. Oh, hallo. Und kehrt nie wieder zurück. Ich will euch nie wieder. Alter! Was hat es mit dem Ring auf sich, den ihr immer an dem Finger tragt? Ach, der, Linsi hält ihren Arm hoch, damit du den Ring genauer betrachten kannst. Er war ein Geschenk meines ersten Lehrers. Er ist magisch. Er trägt sogar die Kräfte Schellins in sich. Wenn ich in Schwierigkeiten gerate, transportiert er mich an einen sicheren Ort. Krieg ich den auch bitte? Wenn ich plötzlich auf einen Kampf verschwinde, ich warte dann hier auf euch, versprochen. Das finde ich jetzt aber unfair. Erzählt mir von eurem Buch, das ihr schreibt. Da gibt es. Ach, Kinders, ey, da ist so viel zu lesen. Hoho. Gut, wir lesen jetzt die Dame noch und dann geht's weiter. Ich guck mal, dann lese ich irgendwann anders mit den anderen. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ihr habt schon einige meiner Grobfassungen gesehen, nicht wahr? Es ist ein Buch über euch und eure Abenteuer. Ich schreibe die ganze Wahrheit genau, wie es geschehen ist. Nun ja, die ganze künstlerische Wahrheit. Keine Geschichte ohne Ausschmückungen. Warum schreibt ihr es? Welchen Sinn hat es? Als ich an der Akademie war, hat Eold der Einsichtige seinen Literaturkurs mit folgender Frage begonnen: Was ist eine Person? Und er hat geantwortet: Eine Person ist ein geschichtenerzählendes Tier. Unsere Welt besteht nicht aus Dingen, all diese Wälder, Meere und Städte. Sie besteht aus Geschichten über diese Dinge. Die Geschichten, die wir uns selbst erzählen und die wir einander erzählen. Überlegt einmal, es werden Jahrhunderte vergehen und es wird kein Ich mehr geben, kein Euch. All eure Untertanen werden längst fort sein, aber ihr und ich, wir werden in den Erinnerungen der Leute weiterleben und ihre Taten beeinflussen, dank dieses Buchs. Mir nicht über, aber allzu sprachgewandt seid ihr nicht. Die Wahrheit tut mir nicht weh. Was glaubt ihr, wer mein strengster Kritiker ist? Ganz genau, ich selbst. Das ist mein erstes echtes Buch und ich habe noch viel zu lernen. Aber keine Sorge, ich werde eure Taten gebührend beschreiben. Und wenn ich gelegentlich mal ins Fettnäpfchen trete, können wir immer noch eine zweite Ausgabe drucken. Überarbeitet und korrigiert. Euer Buch ist voller Inkonsistenzen. Nun ja, das kann ich zugeben. Manchmal muss man einige kleine Details etwas verdrehen, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Das nennt sich künstlerische Freiheit. Ich schreibe über alles, als hätte ich es mit meinen eigenen Augen gesehen. Selbst über Teile des Abenteuers, bei denen ich nicht zugegen war. Aber ich befrage immer sorgfältig jeden, der euch dabei begleitet hat. Ihr müsst es also als großes Gesamtbild sehen. Letztlich seid ihr der Held dieses Buchs und ich bin nur die Erzählerin. Werk schon vorab lese. Und was für ein Charakter bin ich? In Büchern ist alles einfach.
Das sind die Helden, das sind die Schurken. Im Leben ist das natürlich vollkommen anders. Ihr müsst schwierige Entscheidungen treffen und ich bin nicht immer eurer Meinung, aber das macht euch zu einem komplexen, vielschichtigen Charakter. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euer Werk schon vorab lese? Nun, das sind nur Entwürfe, aber ihr dürft sie natürlich gerne lesen. Bedenkt nur, dass ich keinen einzigen Buchstaben ändern werde, auch nicht, wenn euch nicht gefällt, was ich schreibe. Also fragt gar nicht erst. Natürlich, ihr könnt schreiben, was immer ihr wollt, aber ihr wisst auch, was Autoren passiert, die ihre Herrscher verärgern. Ich weiß, sagt Lindsay trotzig. Herrscher unterdrücken Autoren. Manchmal foltern sie sie sogar mit ein paar eingestreuten Hinrichtungen, wenn man schon einmal dabei ist. Und so verewigen sie ihre Tatennamen in der Geschichte als schändliche Tyrannen und sie machen ihre Opfer als Helden unsterblich. So, wir gehen. Genug gelesen. Für jetzt. Leckleften, kann ich tauschen? Seid gegrüßt, Oleg. Seid gegrüßt. Oleg scheint bester Laune zu sein und begrüßt dich freundlich. Diese Tunichtgute habt ihr ja ordentlich gerupft. Aber egal, neuer Tag, neue Probleme. Habt ihr den Nebel gesehen? So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Straße nach Restorf sieht aus, als hätte jemand Milch verschüttet, die nun in der Luft schwebt. Ich habe in dieser Suppe rein gar nichts gesehen, nicht einmal mit einer Fackel. Wenn ihr mich fragt, ist das Hexerei. Das ist garantiert das Werk des Hirschkönigs. Angeblich hantiert er mit allerlei bösen Zaubern. Zeigt mir eure Waren. Für jemanden wie euch ist nichts zu gut. Ach, ist das schön. Jetzt erstmal wieder den ganzen Schund verkaufen. Haben wir hier die Möglichkeit? Nee. Das kann... Achso, ja. Kann ich ja mit links machen. So. Das ist doch Wunderbärchen. Seil. Ich behalte mal das Seil. Warte mal. Das Zeug verkaufe ich auf jeden Fall schon mal. Und goldener Tann. Viel Geld. Geld. Essbares Moos. Verkaufen wir auch mal. Das kannst du auch verkaufen, ja. Für eine Scheibe Geld. Die Perle kannst du verkaufen. Das behalte ich. Tränke behalte ich so oder so. Vorräte, Ration. Ja. Handeln. Jetzt haben wir 1400. Doppelklingenschwert. Sind wir jetzt hier bei Star Wars oder was? So, gucken wir mal gerade. Umhang. Resistenzenumhang. Oh. Armschienen. Nur für den Fall, dass ich mal in den Nahkampf muss, ja? Nichts Falsches verstehen. Die bräuchten auch mal dringend ein bisschen was. Aber ich möchte mich gerade erstmal selber so ein bisschen equippen. Schriftrolle verderben, das könnte ich noch gebrauchen. Ich bin ja sowieso Magier. Schwächestrahl. Von daher ist das einerlei. Der Krieger braucht es nicht. Tote erwecken. Kann man später immer noch machen. So. Von euch, warum eröffnet ihr an so einem Ort einen Handelsposten? Ich mag einfach keinen Lärm, antwortet Oleg zögernd. Ich stamme aus Restorf. Städte sind kompliziert. Viele Leute und alle haben ihren eigenen Platz in der Hackordnung. Vor dem einen verneigt man sich, den anderen fürchtet man. Manche macht keine Geschäfte mit einem Dritten und sei besonders freundlich zu einem Vierten. Und Dörfer sind nicht viel besser. Jeder steckt ständig seine Nase in anderer Leuts Angelegenheiten. Ich wollte an einem Ort leben, an dem ich mein eigener Herr bin. Also bin ich hier gelandet. Ich muss dem Hirschkönig das Handwerk legen. Wisst ihr etwas, das mir helfen könnte, ihn zu befinden?
Da habt ihr euch einiges vorgenommen. Die Festung des Hirschkönigs ist irgendwo in dieser Gegend, aber nur wenige Auserwählte aus seinem engsten Kreis werden dorthin eingeladen. Der Standort der Festung ist ein streng gehütetes Geheimnis und angesichts dieses Nebels dürfte es noch schwieriger werden, sie zu finden. Ihr könnt versuchen, der Spur der Banditen zu folgen, die den Handelsposten angegriffen haben. Sie kamen aus Südwesten vom Dornfluss. Dort könnte die Festung sein oder wenigstens ein großes Lager von ihnen, in dem ihr Informationen bekommen könntet. Also bekommt man die Info mit Dornfluss auch von dem Mann. Alles klar. Ich denke mal, das mit der Nymphe dürfte dann wahrscheinlich was Druiden-spezifisches gewesen sein. Wegen Natur und so. Entschuldigung im Übrigen, dass ich so viel trinke während der Aufnahme, aber erstens macht das ganze Reden durstig und zweitens habe ich heute ehrlich gesagt noch nicht viel getrunken. Deswegen habe ich schon leichte Kopfschmerzen gehabt. Die sind mittlerweile weg, aber um zu dem vorzubeugen, werde ich jetzt einfach ordentlich weiter trinken. Ich habe mir nämlich heute Morgen seit dem Aufstehen so ein bisschen mit dem Trinken geschludert, was normalerweise nicht meine Art ist. Was könnt ihr mir sonst noch über den Hirschkönig erzählen? Nicht viel. Ich habe mich mit dem Mann schließlich nicht auf einen Humpen Wein zusammengesetzt. Aber nach allem, was ich gehört habe, kam er vor weniger als einem Jahr in die Raublande. Aber sobald er hier war, hat er alles an sich gerissen. Ich habe mich an Restorf gewandt, wollte die hohen Herren warnen, dass der Hirschkönig kein gewöhnlicher Räuberhauptmann ist, aber sie haben nicht auf mich gehört. Die Gerüchte über ihn sind schrecklich. Er tötet jeden, der ihm widerspricht. Außerdem zeigt er nie sein Gesicht. Alle, die ihn aus der Nähe gesehen haben, erzählen dasselbe. Jeder Zentimeter seiner Haut, der nicht von seinen Gewändern verhüllt ist, ist mit hässlichen Narben übersät. Okay, wir unterhalten uns ein andermal. Jetzt... Hä? Hund, das ist ein Wolf. Meine Zauber spare ich mir lieber. Die kann ich ja nur begrenzt einsetzen. Bogen, alles klar bei dir? Bogen stemmt seine Hände in die Hüften. Ha, der alte Bogen kennt immer noch ein paar Tricks, um diese dummen Blutsauger zu beeindrucken. Jetzt reicht es mit dem Versteckspielen in den verdammten Büschen. Zeigt mir, was ihr habt. Stab Magierrüstung. Unsichtbares, aber greifbares Energiefeld umgibt das Ziel dieses Zaubers und gewährt ihm einen Bonus von +4 auf RK. Leichte Wunden heilen. Wir kaufen mal so ein... Nicht alle, bist du bescheuert. Bist du beglaubt? Wir kaufen mal 12 Stück. Das sind 650 Gold. Ah, das ist mir zu viel. Aber ich habe nicht mehr so viel. Wir machen das so. 500 ist ein guter Preis, denke ich mir mal. Alchemistenfeuer. Benutzbarer Gegenstand. Alchemistenfeuer als Waffen. Säurefiole. Das könnte vielleicht noch lustig werden. Wir nehmen mal... acht Stück mit. Dann haben wir 10 Stück. Alchemistenfeuer haben wir auch hier. Ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen soll. 20. Wir bleiben erstmal bei der Säure. Dann packen wir uns mal die Säure hier so ein bisschen rein. Zumindest ein bisschen. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt, würde ich sagen. Ja, hier sehen wir schon den Nebel. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Pause. Rundenbasierter Modus. Achso, hier sind auch nochmal... Oh.
So, wie komme ich jetzt hier weg? Ausgänge der Örtlichkeit anzeigen. Enzyklopädie, Karte. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Waffensets. Ach so, okay, wir können so wechseln. Alles klar.